Seid gegrüßt im neuen Jahr. Mein Name ist Robert Högner und ich möchte hier ein neues Format starten für unseren YouTube-Channel bzw. WhatsApp-Broadcast. Wie ihr den ganzen folgen könnt, steht in der Regel unter dem Video. Also schaut mal nach und wenn ihr das dann macht, dann freue ich mich darüber sehr. Worum geht's? Es geht letzten Endes um Gesundheit, um unseren Körper und das Mentale auch. Das heißt, wenn ich ein gesundes Mindset habe, dann ist das ja auch was anderes für die Gesundheit. Ne? Daraus entsteht auch Gesundheit, Krankheit, je nachdem, wie ich eingestellt bin. Ja, und dazu möchte ich euch jeden Freitag ein kurzes, knackiges Video machen mit Fakten, mit Ideen und so alltäglichen Ritualen, die man einbinden kann, damit man eben so einen Schritt mehr in Richtung Vitalität geht und gesund bleibt. Unser Körper besteht ja aus vielen, vielen Billionen Zellen und die arbeiten nonstop 24 Stunden, 7 Tage die Woche durch. Ja? Können unterteilt werden in 300 Zellspezialisten, davon leben manche ein paar Tage, manche ein paar Monate, andere sogar Jahrzehnte und arbeiten einfach jeden Tag immer nur durch. Das ist der Wahnsinn. Viele sterben natürlich auch, Millionen Zellen sterben an einem Tag und die muss der Körper auch irgendwo wieder aufbauen. Und damit er das macht, richtig gut macht, damit wir gesunde, starke Zellen haben, die gut arbeiten können, müssen wir ihn natürlich wirklich optimal unterstützen, vital und fit zu sein. Dafür helfen uns so Rituale, die wir alltäglich einbinden. Ich beispielsweise, wenn ich ins Büro gehe, nehme ich mir einen Apfel an die Hand und esse den auch. Wenn ich dann wieder Feierabend habe und nach Hause gehe, nehme ich mir den zweiten Apfel. Das bringt mir für den Tag ein bisschen Leichtigkeit und mein Körper natürlich die Vitamine. Aber was noch wichtiger ist, ist die Zukunft. One apple a day keeps the doctor away, den Spruch kennt man. Und leider merke ich das nicht in der Zukunft, es ist unbewusst. Denn wenn ich gesund bin und gesund bleibe, ändert sich ja nichts. Andersrum, ein negatives Ritual würde ich merken, würde ich nämlich 2 Schokoriegel beispielsweise essen auf dem Weg hin und zurück, dann gucke ich auch am zweiten, dritten Tag nicht in den Spiegel und denke mir, oh je, sondern eben auch irgendwo in der Zukunft dann. Ja. Und ja, darum geht es. Im Unterbewusstsein so ein bisschen die Schraube noch ein Stückchen weiter umzustellen, dabei hilft so ein Ritual, dass ich fokussierter bin auf das Thema, das mir im Unterbewusstsein drin habe und dadurch meinen Alltag insgesamt ein bisschen besser gestalte. Wenn ihr wollt, unter dem Video habe ich hier diesen Flyer als PDF nochmal verlinkt, da könnt ihr nachlesen, gesunde Zellen, gesunder Mensch, auf jeden Fall interessant, schaden soll er nicht, habe ich gehört. Und das könnt ihr euch nochmal runterladen, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns spätestens nächsten Freitag wieder da, dann unter der Headline moderner Lebensstil, Fluch oder Segen. Ich freue mich auf jeden Fall, bis dann, ciao. Und nochmal ein Hinweis auf die WhatsApp-Broadcast-Gruppe, wie ihr der ganzen folgen könnt, steht ja unter dem Video, also einfach Broadcast an die Telefonnummer per WhatsApp schicken und ihr seid dabei. Und dann bekommt ihr im Anschluss an meine Videos auch immer nochmal ein paar Schmankerl. Ein schönes Angebot. Jetzt momentan beispielsweise haben wir im Shop ganz neu die Mikronährstoff-Haaranalyse, sprich ein Labor untersucht eine Haarprobe von euch und findet heraus, welche Stoffe genug im Körper vorhanden sind und welche ihr vielleicht noch brauchen würdet. Ganz coole Sache. Auf jeden Fall mal probieren, egal ob im Broadcast oder eben nicht. Wobei im Broadcast das Ganze eben nochmal billiger ist. In dem Sinn wünsche ich euch alles Gute. Bis nächsten Freitag. Ciao.